Buongiorno Freunde und herzlich willkommen zur nächsten Folge Mucho Kitchen. Ich will euch heute mal eine super, super leckere und vor allem extrem proteinreiche Frühstücksvariante zeigen, die ihr aber auch, wenn ihr wollt, als Snack für zwischendrin hernehmen könnt. Ich benutze jetzt in meiner Wettkampfdiät dieses Frühstück aber zurzeit jeden Tag, weil es einfach den Vorteil hat, es ist Low Carb, hat extrem viel Protein, über 100 Gramm und hat moderate Fette. Also alles in allem einfach ein perfektes Frühstück. Für die meisten unter euch wird das Frühstück zu 70-80% eures kompletten Proteinbedarfs am Tag decken. Und das ist das richtig Geniale daran, ja? Diese Frühstücksvariante hat über 100 Gramm Protein. Und wie das Ganze funktioniert, beziehungsweise was da für Zutaten dabei sind, zeige ich euch jetzt. Viel Spaß! So, also das Ganze besteht aus Eiweißpulver. Ich habe hier wie immer mein Standard Easy-Way Zero. Ihr könnt ja das jeweilige Eiweißpulver benutzen, das ihr gerade zu Hause habt. Dann aus 300 ml Mandelmilch. Dann Kürbiskerne kommen rein. Und dann habe ich letztens beim Kaufland, ich weiß nicht, ob es es irgendwo anders auch gibt, dieses Low Carb Protein Müsli hier entdeckt. Und es hat eben den großen Vorteil, es hat auf 100 Gramm berechnet, weil von diesem Müsli kommen 100 Gramm rein, 12,4 Gramm Fett, 19,2 Gramm Kohlenhydrate und 44,1 Gramm Eiweiß. Also richtig genial. Dann als nächstes kommt rein Speisequark. Ich benutze natürlich die laktosefreie Variante, wo ich übrigens sehr, sehr gut vertrage. Das hätte ich niemals gedacht. Dann ein bisschen Süßstoff und ein bisschen Zimt. Wie immer, ihr kennt mich ja, ich liebe Zimt. Also im Endeffekt ist das Ganze in 5 Minuten gemacht. Ihr gebt einfach in einen Shaker 300 ml Mandelmilch rein, dazu einen Scoop von dem Eiweißpulver. Dann shakt ihr das Ganze richtig schön durch. Dann als nächstes gebt ihr einfach in eine Schüssel den Quark und dann dazu einfach den Shake, den ihr gemacht habt. Ja? Und dann vermischt ihr das Ganze. Dann kommen eben 100 Gramm von dem Proteinmüsli rein. 30 Gramm Kürbiskerne. Der große Vorteil von den Kürbiskernen ist einfach, dass 30 Gramm haben 11 Gramm Protein, 0,4 Gramm Kohlenhydrate und 14 Gramm Fett. Also perfekt, ihr habt richtig gute Fette dabei und vor allem auf 30 Gramm 11 Gramm Protein. Das ist richtig gut. Und dann eben noch zum Geschmacksverstärken, beziehungsweise wer das Ganze etwas süßer will, einfach etwas Süßstoff mit dazugeben und dann obendrauf etwas Zimt. Und dann ist das Ganze eigentlich im Endeffekt schon fertig. Ich bereite das Ganze jetzt mal zu und am Ende zeige ich euch, wie das Ganze so ausschaut. Das Ganze jetzt dann aus. Lecker! Und es schmeckt einfach nur richtig, richtig genial. Jetzt kommen wir noch kurz zu den Nährwerten. Also, ihr habt jetzt dann hier bei dem Frühstück 102 Gramm Eiweiß, 102 Gramm, ja, das ist mega. Dann 30 Gramm Kohlenhydrate, 14 Gramm Ballaststoffe. Und was machen Ballaststoffe? Genau, Ballaststoffe machen satt. Also es ist perfekt, um einfach die ersten Stunden vom Tag richtig schön satt zu sein und genug Protein zusammen zu haben. Dann 9 Gramm Zucker, das ist noch völlig in Ordnung, und 29 Gramm Fett, was auch richtig, richtig gut ist. Das ist nicht zu viel Fett, aber das ist genau genug Fett, um einfach schön in den Tag zu starten, ja? Um richtig Energie zu haben. Das war's dann mit dem Video. Probiert es aus. Wie gesagt, das Müsli habe ich beim Kaufland gefunden. Ich weiß nicht, ob es das bei anderen Supermärkten auch gibt, aber wenn, dann könnt ihr auch mal im Internet schauen, ob es es da gibt. Das ist von Leyenberger, heißt es.
Genau. Das gibt es auch noch natürlich in anderen Geschmacksrichtungen, aber ich habe mir jetzt einfach die Geschmacksrichtung Himbeer-Erdbeer ausgesucht, weil es von den Nährwerten her am besten passt. Weil Schoko oder Nuss oder so, das hat wieder zu viel Fett bzw. ein bisschen mehr Kohlenhydrate. Ist zwar alles auf einer Low-Carb-Basis, aber für mich ist einfach Himbeer-Erdbeer erstens ein super Geschmack, weil Himbeeren und Erdbeeren mag ich sowieso sehr gern. Und zweitens passt es einfach, wie gesagt, von den Nährwerten her am besten für mich. Also, probiert das aus, das Frühstück. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das gefallen hat. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Mucho, haut rein!